Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. John Jones spricht schon seit über einem Jahrzehnt über seinen Aufstieg in die Heavyweight-Division der UFC. Jetzt hat er die Möglichkeit bekommen, gegen Cyril Gane um den Titel zu kämpfen bei der UFC 285, Freunde. Es wird eine extrem krasse Sache, auf die ich mich persönlich ultra freue. Ich glaube, der Kampf wird interessant und ich denke, John Jones wird in seinem Comeback alle Zweifler stummstellen. In der Folge gab es bei UFC Vegas 67 einige der größten Ankündigungen, die jemals bei einer Pressekonferenz nach einem Kampf gemacht wurden. Das Traurige oder eher Lustige war, diese größte Enthüllung überhaupt wurde eiskalt schon vorher geleakt durch ein Versehen der UFC, was so eigentlich nicht hätte passieren sollen. Am meisten freuten sich die Fans über die Ankündigung des Comeback-Fights von John Jones, UFC 285 im März gegen Cyril Gane, um den nun vakanten Schwergewichtstitel, weil Ngannou diesen abgelegt. John Jones wird im Heavyweight fighten und hat jetzt einen neuen Vertrag unterschrieben, den er gerade mit dem Unternehmen mit der UFC unterzeichnet hat. Und sehr, sehr viele sind skeptisch, weil er einen sehr komischen Vertrag unterschrieben hat. Er wollte ja Deontay Wilder Money haben von der UFC. Meiner Meinung nach klingt es eher so, als ob er über 8 Kämpfe hingesehen diesen Vertrag bekommen hat. Auf die Frage eines Journalisten, ob er einen neuen Vertrag unterschrieben habe, antwortete Dana White bei der Pressekonferenz nach dem Kampf bei der UFC Vegas 67, Jones hat einen Vertrag über 8 Kämpfe unterzeichnet, verriet Dana White. In der UFC kann ein Vertrag über 8 Kämpfe eine lange Zeit bedeuten. Selbst die aktivsten Kämpfer kämpfen normalerweise nur 3-mal im Jahr. Dieser neue Vertrag könnte der letzte sein, den John jemals bei der UFC unterschreibt, bevor er seine Handschuhe an den Nagel hängt. Die Fans sind ziemlich skeptisch und besorgt, dass Jones nach fast 3 Jahren außerhalb des Oktagons einen Schritt verloren haben könnte. Und dann, nach 3 Jahren nicht kämpfen und einen 8-Kampf-Vertrag unterschreiben, wie viel Sinn macht das bitte? Zuletzt besiegte er Dominic Reyes. Jetzt ist ein Vertrag über 8 Kämpfe, die Fans wieder besorgt sind und besorgt haben. Denn er hat schon 26 oder 27 MMA-Kämpfe gemacht in diesem Sinne. Viele sind der Meinung, dass dieser Vertrag über 8 Kämpfe viel zu lang ist. Vor allem, wenn man bedenkt, dass John Jones schon 35 Jahre alt ist und wie lange er bitte auch schon an der Spitze der UFC steht. Wenn es um gefährliche Kämpfe geht, wenn er wirklich High-Level fightet, da sind 8 Kämpfe einfach ordentlich. Als diese Nachricht bekannt wurde, meldeten sich viele Fans auf Twitter zu Wort und äußerten ihre Bedenken und haben John irgendwie ein bisschen kritisiert, warum er das denn gemacht hat. Aber ja, wir werden natürlich sehen, wie das Ganze ausgehen wird. Kann auch sein, dass er 3 Kämpfe komplett auseinander nimmt und einen neuen Vertrag von der UFC bekommt. Hat man oft gesehen. Aber ja, lasst ein Like und ein Abo da. Danke für euren Support. Bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA.